Es ist und bleibt spannend an den Märkten. Es ist ohne Worte der DAX heute sehr, sehr schwach aufgemacht, schon mit einem Gap nach unten. Es ist schon das für den einen oder anderen eine Überraschung gewesen. Dann der Anschluss, der sich noch hier bis auf 12.600 beim Index zumindest mal ausgewirkt hat. Aber jetzt stabilisiert sich der Markt ein klein bisschen zumindest mal. Der Fall scheint ein wenig aufgehalten. Was gibt das an neuen Informationen? Es gibt tatsächlich welche, denn mindestens mal für diejenigen, die jetzt gesagt haben, ha, es geht doch sowieso stark nach oben, sollte man im Auge behalten, dass mindestens mal hier auf Tagesbasis der Kurs hier, man sieht es hier, schon Überschneidungen hat. Wir können es hier nochmal gucken. Der Teil war super, der war auch schön korrektiv. Da gibt es nichts zu maulen. Auch der Teil war super. Alles, was runtergeht oberhalb dieses Hochs, wäre noch kein Drama gewesen. Aber dieses Tief ist niedriger und damit sind wir ganz klar überschneidend. Im Gegenteil, im Moment sieht das sogar klassisch eher korrektiv aus auf dem Weg nach unten. Das heißt, die Bären haben offensichtlich das Zepter wieder in die Hand genommen. Und ich will da gar nicht fundamental argumentieren. Natürlich kann man hier dieses oder jenes Argument da reinbringen. Aber für mich als Händler ist entscheidend, was macht der Markt mit all den Nachrichten? Und das, was wir hier sehen, ist nun mal ein ganz klares Votum, und zwar für die Short-Seite, denn die ist die schnellere. Und das ist interessant, weil es sowohl im kurzfristigen Chart natürlich generell gilt, also wir sehen das hier in der Abwärtsseite, dass der Markt sehr zügig unterwegs ist. Und sobald wir jetzt hier eine wackelige Aufwärtsbewegung bekämen, die könnte alternativ natürlich auch gerne einfach eine A, B, C sein. Das ist ein Klassiker, wenn der Markt sowas eben macht. Dann hat man die Voraussetzung geschaffen, dass sich es nochmal nach unten fortsetzt. Wie weit ist dann tatsächlich die Frage, ob das dann vielleicht erstmal nur überschaubar ist, danach erst nochmal eine neue Korrektur und anschließend weiter nach unten. Aber die 11.500er Marke, die muss nicht notwendigerweise erreicht sein, aber sie ist wieder ins Zentrum des Geschehens gerückt. Viele haben sie schon aus den Augen verloren. Ich muss gestehen, ich hatte eigentlich eher gedacht, zumindest im amerikanischen Markt, dass wir das alte Hoch hier nochmal reißen, also das Hoch von Anfang September, und dann erst nach unten gehen, weil wir wissen alle, die Märkte lieben falsche Ausbrüche, aber das scheint vorläufig gar nicht das Thema zu sein, der Markt dreht vorher schon. Insgesamt beim DAX allerdings, muss man auch dazu sagen, ist die Bewegung ja durchaus von den Größenverhältnissen sowieso eigentlich jetzt hier abgeschlossen, dass wir das vielleicht sogar jetzt als nächstes schon mal erwarten können, mit vielleicht etwas größeren Ausmaßen, als ich es jetzt hier gezeichnet habe. Wenn wir mal auf den amerikanischen Markt gucken, da fehlt natürlich noch die Börse, allerdings, also der Dow als Index, allerdings die Futures, die sind ja schon hellwach und ebenfalls sehr dynamisch auf dem Weg nach unten. Und wenn wir das mal ganz grob auffassen können, nochmal hier auf Tagesbasis diese ABC-Korrektur, das hier ist letztlich ja auch nichts anderes als das in der Aufwärtsbewegung. Grob gesprochen kann man sagen, hier hatten wir ein Päuschen, der Markt hier vorne bewegt, hier hinten bewegt. Also insofern beste Voraussetzung auch von der Symmetrie her, dass der Markt jetzt sich vielleicht dann doch schon wieder nach unten absetzt und dann da dementsprechend das, was wir hier vorne hatten, jetzt nochmal in Anwendung bringt. Dann reicht das vielleicht nicht ganz, um die klassischen Fibonacci-Level zu erreichen, aber es würde uns zumindest mal dann in einen Bereich reinbringen, wo ich sage, naja, dann ist es halt ein bisschen höher, dann ist es vielleicht eine Idee zu schnell, aber das würde dann durchaus noch passen. Also das würde mich dann doch eher zufriedenstellen und dann geht es dann nach oben. Denn nach wie vor bin ich bullish, aber eben wohlgemerkt eigentlich nicht jetzt sofort, sondern erst nach einem hinreichend großen Rücksetzer und der scheint sich jetzt eher zu materialisieren. Ich will es aber noch nicht ganz schwarz malen. So schlimm ist es ja noch gar nicht, aber wir müssen eben damit rechnen, dass die Aufwärtsrichtung jetzt maßgeblich Schaden nimmt, wenn wir diese Rücksetzer, ich mache es hier nochmal raus, hier jetzt beim Dow Jones, die Rücksetzer hier überschneidend haben. Das wollen wir nicht sehen. Jetzt kann man sagen, das hatten wir doch hier auch schon. Ja, das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass das schon zwangsweise nicht ideal war und jetzt hier schon wieder nicht. Das sollte den bullischen Gedanken sowieso dann mal in Frage stellen und wenn Korrekturen zu häufig da ineinander greifen, ist das nicht besonders gut. Auch für Amerika gilt, sowas hier ist spannend, das soll für uns natürlich auch das Motto sein, was wir uns für den Nachmittag auf die Fahnen geschrieben haben, wenn das ein bisschen sich erholt, ich halte das für sehr realistisch, davon eben dann zu profitieren. Und jetzt gucken wir noch mal einmal auf den Nasdaq, denn der hatte das mit dieser wunderschönen Symmetrie sogar ähnlich hier. Also ihr seht das hier auch mit dem ABC. Witzigerweise war das ja ein Trade, den wir im Trade des Tages drin hatten.
wo wir gesagt hatten, naja, das, was wir hier vorne haben, wenn sich das nochmal wiederholt, eine 1:1-Projektion in etwa, jetzt sehen wir sogar, das war mir gar nicht so bewusst, wir hatten ja hier die Gewinnmitnahme gehabt, ich weiß jetzt nicht genau auf welchem Niveau, aber auf dem 1:1-Projektionsziel. Das war jetzt im Nachhinein auch tatsächlich ziemlich passend das Hoch. Das ist natürlich nicht immer so, aber wir sehen, dass das natürlich ebenfalls ein Argument ist für diese Überlegung, die wir hier haben. 1, 2, 3, beziehungsweise ABC, dann hier ABC und dann jetzt in irgendeiner Form eine Abwärtsbewegung, ob die jetzt dann eher so aussieht oder ob die auch so aussieht, das werden wir sehen. Da gibt es verschiedene Szenarien, aber es würde eben für die Abwärtsseite sprechen. So, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Für mich nur wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass wir da nicht übertrieben bullisch sind. Im Moment gibt es dafür keine echten sinnvollen Anzeichen. Das kann sich jederzeit ändern. Machen wir das zum Abschluss noch. Wenn der Markt jetzt hier ganz stark nach oben geht, ganz schwach nach unten, ja, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber solange dieses Szenario eben nicht stattfindet, sondern im Gegenteil eher so etwas, ja, dann suchen wir die Abwärtsseite mindestens für noch eine Abwärtsbewegung. Ob die dann bis hierhin reicht, das werden wir sehen. Aber wer hier shortet mit Mindestzielen irgendwo hier, kann dann immer noch sagen, Stop liegt hier und ich lasse mal laufen. Was wir daraus machen, das werden wir, wenn wir das rechtzeitig sehen, im Trade des Tages ankündigen und oder aber natürlich auch bei Born for Trading. Mein Tipp, sich für beides anzumelden, da es eh kostenfrei ist, hat man nicht viel zu verlieren, aber vielleicht nochmal den ein oder anderen Hinweis auf eine spannende Situation am Markt. In diesem Sinne, euch alles Gute da draußen und ganz liebe Grüße.